großer Künstler hat mal gesagt, wenn du es träumen kannst, dann tu es. Diese klugen Worte stammen von Walt Disney. Und damit wieder mal einen wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People, hier aus unserem kleinen Nerd-Studio von eurem Nerd mit dem Shirt. Disney, wir müssen reden. Das Jahr ist jetzt zur Hälfte rum und es ist jetzt schon der zweite Film, der die Charts stürmte von Disney. Der erste war Dumbo und jetzt kommt der zweite, und zwar Aladdin. In den Startlöchern weiterhin stehen jetzt immer noch Der König der Löwen, Maleficent 2, Susi und Strolchi. Weiterhin wird es dann noch so Filme geben wie Die Hexe und der Zauberer, Pinocchio, Lilo und Stitch, Ariel, die Meerjungfrau, Mulan, ich könnte, oh Gott. Da steckt auch schon das Problem. Ich finde, die Leidenschaft ist komplett weg. Disney gibt sich keinerlei Mühe mehr, sondern setzt sich einfach hin, nimmt irgendwas aus der Schublade und haut's einfach mal ins Reale verfilmt hin. Viele sagen sich schön und gut, ich sag mir, die Leidenschaft ist kaputt. Früher hat man sich diese Filme angeguckt, es war einfach wunderbar, diese ganzen Zeichentrickfilme zu sehen, die wirklich noch mit Herzblut noch gezeichnet wurden. Man hat sich hingesetzt, man hat die Synchronsprecher dazu gesucht, man hat diese Zeichnung gebracht und alles Mögliche. Heute wird alles einfach nur durch 3D ersetzt oder durch reale Personen und dann kommt dabei einfach nur halbherziger Müll bei raus. Natürlich gibt es auch Filme, die, nachdem man sie verbessert hat, wesentlich besser geworden sind. Ich kann mich da zum Beispiel nur daran erinnern, Richard Chamberlain hat damals zum Beispiel den Jason Bourne gespielt. Und Matt Damon hat zum Beispiel Jason Bourne auch sehr gut verkörpert. Also nicht alles, was ein Remake ist, ist schlecht. The Star is Born wird, sagen wir mal, gut alle 20 Jahre wieder neu aufgeführt. Was auch nicht verkehrt ist, der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings setzen sich auch dort immer wieder Regisseure hin und versuchen immer wieder etwas durchzusetzen und versuchen sich immer wieder neu zu erfinden. Hier bei Disney wirkt es inzwischen einfach nur noch wie das Schema F. Hauptsache, wir hauen irgendetwas raus, um Geld zu machen. Und apropos Geld, da wären wir schon beim nächsten Punkt. Wenn man mal davon absieht, von diesen Realverfilmungen, die Disney nur noch raushaut, was hat Disney in letzter Zeit wirklich geleistet? Nicht mehr wirklich viel. Und das liegt auch daran, dass sie groß keine Konkurrenz mehr haben. Es wird einfach alles aufgekauft, was ihnen vor die Finger kommt. Zum Beispiel auch Star Wars. Disney macht es sich zu einfach. Disney selbst sitzt nur noch dort, lässt Leute ihre Sachen machen, lässt sie arbeiten und kassiert nachher die große Kohle ein. Also mit anderen Worten kann man eigentlich behaupten, Mickey Mouse ist im Augenblick nichts anderes als ein Zuhälter? Und wenn sie sich mal hinsetzen und versuchen, irgendwas selber zu machen, dann kommt dabei sowas raus wie Aladdin. Ich muss es leider zugeben, schauen wir uns doch jetzt mal den Zeichentrickfilm an von Disneys Aladdin. Genie, hier dargestellt von Robin Williams mit seinem Witz, mit seinem Humor, hat wunderbar funktioniert. Das hat einen Grund. Robin Williams selber musste gar nicht groß irgendwie animiert werden, dass er sich am Set beim Synchronsprechen hinstellt und irgendwie gekünstelt rüberkommt, so wie es eben halt Will Smith tut. Denn ganz ehrlich, für mich sieht er aus wie eine Mischung aus Hitch dem Date Doctor und einem großen blauen Schlumpf. Außerdem weiß ich gar nicht, warum alle immer das finden, dass real besser ist. Also König der Löwen, ich weiß nicht, ich bin sehr begeistert von damals, von der Zeichentrickvariante, und ich glaube, auch diesen Film werde ich mir in der Realverfilmung nicht unbedingt antun. Aber wie gesagt, Zeichentrick, selbst CGI, sagen wir zum Beispiel mal Filme wie Frozen, Ralf Reichts oder Zoomania, Vaiana waren wunderbare Filme und es musste nicht ins Reale verfilmt werden. Natürlich gibt es von Disney auch Realverfilmungen, die wunderbar sind. Zum Beispiel Mary Poppins war damals einer der Meilensteine überhaupt. Walt Disney hat damals versucht, tatsächlich zum ersten Mal einen Film ins Reale umzusetzen. Gut, er hatte auch seine Zeichentrickmomente, allerdings Mary Poppins als Realverfilmung war schon ein guter Film. Um zum Abschluss zu kommen, glaube ich es nicht einfach daran, dass Disney gesehen hat, dass in der Vergangenheit damals durch diese Filme eben halt, ja, sehr viel an Geld eingespielt wurde und auch ein ganz großer Bereich an Fans in die Kinos gepilgert sind, um sich diese Filme anzugucken. Und ich glaube, das ist der Fehler, den Disney gerade im Augenblick macht. Und daher appelliere ich an Disney. Liebes Walt Disney Team, bitte setzt euch einfach mal zusammen und lasst euch wieder was Neues einfallen.
Aber bitte versucht nicht alles einfach immer nur ins Realistische zu drehen und auch immer wieder nur zu wiederholen. Das ist eine Dauerschleife, die irgendwann nur noch kaputt geht. Und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden mit meinen Lieblingsworten Hasta luego und nicht vergessen, da geht's hin, dort geht's hin, da unten geht's in diese Richtung, würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Und ansonsten verabschiedet sich euch euer Nerd mit dem Shirt, euer Mitch von Two Squeak.